Guten Morgen, liebe Leute. Ich weiß, der Ton ist nicht der beste. Ja. Und meine Tochter hat mir gestern Abend so fleißig noch geholfen und liegt jetzt noch im Bett, obwohl wir jetzt gleich los müssen. Komm, steh auf, Anouk, jetzt. Jetzt müssen wir los. Ja. Also keine Angst, ich mache natürlich weiter. Ne? Ja, wie mache ich weiter? Klappt schon. Das Problem ist Versicherung für so Fahrräder. Guten Morgen. Mami ist hier. Da. Hier ist Mami. Ja, Versicherung für Fahrräder, das versichert ja keiner. Das wüsste ich selber. Ich müsste was aufschlagen, sodass die Räder irgendwann sich zum Anbieten mit Versicherung, dass sie ja nicht zahlen, 15 Euro oder Draht am Tag oder so. Aber das ist ja Quatsch. Dann bin ich ja nicht konkurrenzfähig. Ach, ist halt Blödsinn. Ich mache einfach weiter. Die meisten der Leute sind halt ehrlich, ja, und kommen vorbei und zahlen ihren Eigenanteil. Der Rest ist, liegt ja immer bei mir. Es ist ja nicht so, dass die Kunden das komplette Rad bezahlen müssen oder so. Aber wie gesagt, im ersten Jahr sind 25 Räder von mir geklaut worden. Also fast der Erstbestand komplett einmal. Da hatte ich eine ganz geringe Selbstbeteiligung. Und da denke ich eben nicht, dass so viele so ehrlich waren. Manche sich einfach nur billig ein Rad gekauft haben. Aber egal. Oder halt einfach verkauft haben, gemietet und verkauft. Verschachert. Das ist scheiße. Ja, geht weiter. Ne? Also, jetzt bringe ich meine Tochter erstmal zur Schule. Aufstehen jetzt. Nein. Nein. Komm, los. Wir müssen los. Wir müssen los. Angezogen ist sie schon, hat sie aber wieder ins Bett gekuschelt. So, wir müssen los. Schönes Wetter draußen. Wir gehen. Bulette am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Scharfe Bulette. Scharfe Bulette am Morgen. Vertreibt noch mehr Kummer und Sorgen. Im Fahrband, Uni. Jetzt muss ich kotzen. Hallo, ich bin gleich. Hallo, das ist Bulette, ich bin. Warum machst du denn so laut? Weil die so knisterig ist. Ich kann da gar nichts für. Am frühen Morgen. Ja, mal morgen. Guck mal, Sorgen. Kakao, Kakao, Goodie Cow. Ist schon nicht drin. Ich weiß. Kakao, Kakao. Kakao. Das war meine Tochter mit ihrem. Kakao. Schocksache. Sind Sie heute gesagt? Ich muss schon sagen, das ist das größte Bild, was ich jemals gesehen habe. Hier vorne der Bilder. Heute ist ja auch der schönste Tag für Sie. Denn? Heute? Was heute für ein Tag nun mal? Heute ist dein Spieltermin. Lucy jetzt. Ich werde es nicht glauben, der Akku-Backpack fängt wieder an zu spinnen, ey. Das ist echt furchtbar hier. Das taugt ja nicht. Wie lange hat es jetzt gehalten? 2 Monate. Immerhin. Aber länger. Ah. Wir haben. Wir haben neue Beschriftung auf dem Hänger. Ich habe gefragt, wie lange es dauert. Das ist er schnell sauber gemacht. Moin! Das ist ja schnell sauber gemacht. Okay, Mann, also ich muss schauen, wie lange das jetzt heute wieder mit dem Akku geht. Ey, wenn ich jedes Mal habe ich Probleme mit dieser Scheiß Kamera, ich brauche eine andere Kamera.
Das geht mit einer GoPro offensichtlich nicht. Man kann mit einer GoPro nicht vernünftig filmen. Ihr kriegt die Krise, Alter. Der Akkupack jetzt zum vierten Mal ist der kaputt. Dieser USB. Das funktioniert einfach nicht. Man kann den nicht verwenden. Also Akkupack 3.0 oder was auch immer der heißt, durchgefallen. Absolut durchgefallen. Geht mir auf den Sack. Ich werde sehen, wie lange der Akku macht heute. Jo, also einen Kurzauftritt hatte da auf alle Fälle. Jetzt ist alles schon wieder weg. So schnell kann es gehen. Nicht mit Tommy. Nicht vor dem Laden, nicht auf mein Eigentum. Ah, apropos mein Eigentum, guck ich doch mal, ob es auf meinem Hänger hoch ist. Natürlich. Oh, das ist ätzend, ey. Ich hab doch keine anderen Hobbys, ey, wirklich. Geht mir auf den Sack. Was soll ich Privateigentum so beschmieren, ey? Ich werde jetzt draußen ein paar Schläuche rollen zum Verschenken. Ja, die kommen dann wieder hier rein. In die zu verschenken Box. So viel will ich noch nicht. Nur Laufband ist zu anstrengend. Ja, ich war erst auf dem Fahrrad, es ging ganz super. Da habe ich irgendwie gar keine Probleme. Und dann bin ich aufs Laufband. Du bist explodiert. Ja, so nach. Ja, es geht. So nach. 6-7 Minuten, wenn du da rennst, merkst du dann schon so, wie das Blut so in den Kopf steigt. Ne? Und ist so noch drin. Ich weiß. Weil es ist immer so rot, wenn sie wiederkommt vom Sport. Aber ich dachte, heute bin ich nicht so rot. Nee? Ah. Ich dachte, heute sehe ich besser aus. Ah, seid ihr Schwestern? Wo ist die Marthe? Wo sucht die Marthe? Quälerei heute mit so einem halben Akku irgendwie. Das ist natürlich scheiße. Nichts funktioniert. In die Dusche und dann ja, du riechst aber. Nein, ich riech nicht, aber ich bin schwitzig. Ich riech gar nicht. Aber manche riechen da echt schlimm da. Weißt du, wenn du irgendwie so dazwischen läufst oder so, denkst du manchmal so, puh. Mufflon. Was für eine Duftnote. So. Ja, jetzt läuft er auch wieder. Die Rückholfeder funktioniert ja nicht. Guck ich mir gleich mal an von innen. Die kleine Schraube da unten, die Felse geht mal. Nicht die hier. Aber die da. Klemmten ein Stück Zug. So eine Seele. Die muss natürlich da weg. Guten Morgen. Hier klemmt ein Stück Plastikverkleidung. Natürlich auch da weg. Die ist durch. Zwei Federn gebrochen, kann man nicht mehr machen. Müsste man austauschen, lohnt sich nicht. Schweißt man nicht.
Tausch mal einfach aus. Kettenstrebe. Wurde ich gefragt, ob ich das schweißen kann. Nee, das war nicht. Kein Wackelkontakt mehr. Einmal richtig anschließen, richtig die Kabel einklemmen und es funktioniert wieder. Du, nächste. Was ist als nächstes an dem Rad hier zu machen? Bremsbeläger einstellen, Tretlager tauschen. Tretlager Holotec 2 tauschen, das machen wir gleich mal zusammen. Okay, jetzt geht's los. Tretlager Holotec 2 Ausbau. Ich löse diese Plastik, wie soll ich das nennen? Schraube, wer zu viel gesagt, ist ja komplett aus Plastik oder aus Kunststoff. Also diesen Verschlussring. Das ist vielleicht ein guter Begriff. Wo ist denn hier? Dafür nütze ich dieses Werkzeug hier. Und löse. Das muss ich mal festhalten. Hallo. Beziehungsweise? Welche Beziehung? So, jetzt löse ich. Zack. Löst man ja nur an. Das ist so und so, um den um das anzudrücken, ja, bevor man es fixiert. Ja, das schraube ich dann raus mit der Hand hier. Da ist so, wie gesagt, da kann man keinen großen Druck drauf ausüben auf das Ding, weil das knackt hier schnell weg. Es ist halt wirklich nur komplett Kunststoff und es gilt nur, um das ranzuziehen, um das vernünftig ranzuziehen, das Lager. Wie ich sehe, ist das nicht korrekt eingebaut. Na, eigentlich muss das komplett dran sein. Irgendwas stört oder ist zu breit oder was auch immer. Es hat das Spiel auf alle Fälle, also das Lager ist definitiv durch. Hoffentlich nicht die Tretkurbel, weil die ist, glaube ich, teuer bei diesen Zahnriemenantrieb, ne? Das ist kein Keil, das ist ein Zahn. Jo, die packen wir beiseite. So, geht weiter. Also, jetzt löse ich diese Schrauben hier. Und drehe sie raus. Einmal rumdrehen. Fällt ja ganzes Staub unten raus. Rausdrehen müsste sie. Ah, hier ist schon kein Ring mehr drin. Keine Unterlagscheibe. Oder die ist so festgeballert. Rausdrehen müsste aus folgendem Grund, weil so kriegt man sie. Man muss diese Scheibe hier zwischen noch rausnehmen. Beziehungsweise hochnehmen, dann kann man die Kurbel abziehen. Ups, ui, das ging gut. Da war so ein Sicherungspinöpel. Ja, und dieser Sicherungspinöpel, der sorgt dafür, dass die nicht komplett runterrutscht. Also das muss dann auch wieder rein. Da, so eine kleine Kerbe und da kann man die. Da greift dieser kleine Sicherungspinöpel rein, diese Scheibe. So, jetzt wie weiter. Das ist ja hier mit so einer Riemenscheibe, so einem Riemenantrieb. Ich baue das Hinterrad mal aus, weil ich weiß nicht. Bei den 8 Gängen hat er 3 nicht, 5 Gänge funktionieren nur. Das gucke ich mir nachher an. Das ist nachher.
Carbon Drive. So, gucken wir uns jetzt mal an. Was wir jetzt, was machen wir als nächstes? Wir nehmen erstmal den Riemen runter. Also versucht ihn nicht wie beim Zahnkranz zur Seite runterzuschieben oder so. Weil das bekommt diesen Kettenblatt hier meist nicht. Also ist ja kein Kettenblatt, sondern ein Zahnriemenblatt. Ja, der Tommy ist heute wieder ein bisschen besser drauf. Ist ja auch gut. So, den nehmen wir mal runter. Ja, beiseite. Jetzt lösen wir hier die wir drücken diese Tretgarnitur zu der. Dieses Teil drücken wir zu der anderen Seite rüber. Tja, es hat wohl einen kleinen Grat bekommen durch die nicht rechtzeitige durch dieses Spiel permanent beim Treten. Ist natürlich nicht gut. Danke. Danke, ja, aber guck mal, ich glaube, da war vorne, das muss ich selber machen. Das machst du selber. Ja, ja, klar. So, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber schaut mal, keine Schleifspur und da kommt eine Schleifspur. Jetzt sind die Kerben, da verhackt es natürlich, wa? Deswegen hängt es jetzt auch so schwer raus auf der Seite. Hat man so ein bisschen nachprügeln müssen. Normalerweise kannst du die so, also es ist schon saugend, aber eben mit diesen Riefen jetzt richtig, man fühlt die richtig. Ja, also, das wird da nicht wollen, Neut. Da hat man vorhin drüber geredet. Das will er nicht. Neues Lager ist schon allermeist. Ich werde ihm neues Lager einbauen und werde ihn aber darauf hinweisen, weil das ist natürlich genau der Punkt, wo das neue Lager dann auch sitzt. Und wenn es da schon so abgelutscht ist, macht es ja keinen Sinn eigentlich. Eine neue Tretkurbel, Alfin, was kostet so ein Tretarm? Da, Lore, ich glaube, ich habe eine gute gebraucht. Da ja, der macht ja keinen Sinn. Der sitzt genau hier, sitzt das Lager drauf und hier ist das eingeschliffen. Richtig, kannst richtig fühlen. Richtig Macken. Man fährt ja weiter. Ist ja egal. Das passt schon. Wenn ich jetzt eine neue Lager mache, das fängt auch wieder an zu eiern. Eigentlich nicht machen. Ja? Ich rufe ihn dann an und frage. Und dann sehen wir weiter. Aber zuerst, fällt mir ein, bauen wir natürlich noch das alte Lager aus. Nehme ich jetzt natürlich auch da die Schale raus. Und auf der anderen Seite auch die Schale raus. Jetzt nehmen wir wieder unseren Superschlüssel hier, den hier. Ne? Und diesmal natürlich die Werkzeugseite dieses Schlüssels. Was muss ich feststellen hier, also ich habe das ja nur trocken angesetzt jetzt hier. Ich muss feststellen, das ist überhaupt nicht festgeschraubt. Wer hat denn das eingebaut? Das ist ja ohne Kraft. Keine Ahnung. Ich meine, das kann natürlich jetzt auch durch die Wechselwirkung sich locker gedreht haben. Wollen wir mal annehmen, vermuten. Aber ansonsten wäre das ja nicht so doll. Gucken wir mal. So, eine Seite haben wir raus. Andere Seite, ich gucke. Ich setze an. Die ist fest. Ja, mal gucken, was so ein Lager kostet. Ich werde die beste Qualität holen, die es gibt. Und aber erstmal schauen, ob ich so eine Alfin Kettenradgarnitur noch da habe. So habe ich noch da. Gut, die braucht. Das ist natürlich nicht Eingang. Aber eben ohne Lager Problemspuren, ne? Wie man sieht. Nicht mit Einschleif Spuren. Das ist halt wichtig. Ruhig halt. Nützt mir ja nicht.
Also eine Dreifachgarnitur kannst du nicht nehmen, wegen dem Tretlager, Exzenter-Tretlagergehäuse, das ist extrem groß und da wird es dran schleifen. Aber eine Zweiergarnitur, die habe ich auch noch da gebraucht. Ohne Macken, ohne Spuren. Genau, die baue ich ihm, werde ich ihm einbauen, wenn ich ihn jetzt angerufen habe, wohl gemerkt. Na, ich schau mal. Ich schau mir jetzt mal die Schaltung hier an, was damit los ist. Kaputt ist die Tretgarnitur, die ist eigentlich kaputt. Ja, durch diese Einlaufdinger, die ist im Arsch. Die muss getauscht werden. Kann nur eine gute gebrauchte sein. Oder so, Krieg ohnehin, da habe ich noch eine, aber ja, das ist im Arsch. Denn durch dieses Wackeln, durch dieses Spiel, ist dieser Ring hier, dieser Zahnriemen, der ist auch schon an einigen Stellen richtig im Arsch, richtig kaputt, ja, richtig eingebeult hier. Der ist eigentlich auch zum Austauschen, will ich euch austauschen. Und eben diese Scheiben hier. Hinten geht's, vorne ist kaputt, das Kettenblatt sozusagen. Das ist auch schon so eingelaufen, so richtig ausgefranst. Das weiß ich nicht, inwiefern das was ausmacht. Also ich würde denken, ich würde das tauschen, alles, aber das kostet natürlich noch ein Geld. Jetzt gucke ich mir mal die Schaltung an, was damit los ist, und wenn das auch kaputt ist, naja, dann kann er das Rad wieder abholen. Und erstmal drüber nachdenken nochmal. Also man sagt ja auch nicht umsonst zu den Leuten, da müsste mal was gemacht werden, kommen sie mal vorbei und dann reparieren wir das. Ja. Aber wieso funktioniert denn das jetzt? Funktioniert einmal frei. Naja, ich mach's mal sauber. Ich muss die Handschuhe anziehen, das ist sonst. Ich bin so dreckig und ölig den ganzen Tag über. Ich glaube, das ist auch nicht gut. Muss die Kunden wenigstens darauf hinweisen, dass die Sachen kaputt sind. Und wenn er dann sagt, ja, nee, probieren wir mal, dann probieren wir das halt so. Das ist mir auch gleich. Ne? Ich will auch nicht jede Rad kaputt reden, aber ich glaube, diese neuen Räder, die sind alle sehr empfindlich. Also bilde ich mir ein, dass die empfindlicher sind als die alten. Früher war das halt nicht so extrem. Also im extremen Leichtbaubereich war das natürlich auch schon so, aber da gab es auch oft Verschleiß und so, aber da hat man ja eh das. Ja, trotzdem. War auch schon oft beim Fahrradladen eigentlich, wenn man da was kaputt gemacht hat, das kam dann auch schon teuer mitunter. Also richtig teuer. D-Mark teuer. Konnte mir kaum was leisten damals. Da war man ja auch noch Schüler und hat dann wirklich mal geguckt, wo man nicht herkriegt, hat nebenbei gearbeitet, Ferienarbeit gemacht, damit man sich dann irgendwas mal kaufen konnte, irgendein Teil, irgendwas cooles, oder hat viel gebastelt, gefrickelt, repariert, kaputte Teile aufgemöbelt, selbst Rahmen lackiert, weiß ich noch, damit sie aussahen als wenn, und richtig coole Sachen gemacht. So, da. So, das schraube ich jetzt hier mal auf. Die zwei Schrauben mache ich mal auf. Weil dann das auch noch grinnt, dann kann man überhaupt nicht ablesen hier diese Einstellanzeige. So, dann gucken wir mal, inwieweit das hier auseinanderfällt dann alles. Dann kriegt man das hier auf alle Fälle schon mal raus. Das ist ja schon mal viel wert. Jetzt mache ich das hier sauber, hier die Anzeige hier oben, diesen gelben Strich hier oben, den sollte man schon sehen können. Aber jetzt sieht man den wieder. Ja, jetzt ist nicht einstellen, also das ist schon zerlegen, säubern, das kostet schon Geld hier, das ist nicht ganz so billig wie gedacht. Noch einmal kurz zeigen, vorher und nachher, damit man das jetzt auch mal sieht.
sieht man die Markierung auch jetzt wieder. Ja. Sieht überhaupt dann viel besser aus. Den Zug muss ich tauschen. Hülle habe ich hier schon neu. Zug muss raus, muss ein neuer rennen. Der ist träger hoch. Schaltung läuft hinten wieder einmal frei. Aber mit dem Zug muss man so ein bisschen nachhelfen. Also der muss raus. Schaltung haben wir jetzt perfekt hinbekommen. Funktioniert einmal frei. Schaut mal oben drin. Ich weiß nicht, ob ihr das so sehen könnt. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In Gang 4. 1, 2, 3. In Gang 4. Also müssten die beiden gelben Linien zu sehen sein. Sieht man die? Sieht man. Aufgabe erfüllt, funktioniert, aber mit all zerlegen und allem sauber machen und so. Aber manchmal muss das halt so sein. Ne? Ja? Das ist YouTube? Ja, okay. YouTube-Tutorial. Ja, woher? Wie soll ich es denn sonst? Tutorial? Ja, nee. Ja. Nimmst du jetzt wirklich ein kleines Tutorial? Nein, ein Tutorial nicht. Aber ich nehme ja sowieso jeden Tag immer Videos auf. Ins Netz. Die beiden Schrauben werden gelöst. Genau. Nur angelöst. Okay. Und so wird es leichter, ne? Und andere Richtung wird es fester. Die Kralle fliegt mit, ne? Das dann, dann hat das auch, weil ich auch keinen Unterschied gemerkt habe. YouTube Tutorial. Was macht man in diesem Fall? Vorderrad rausbauen. Ja. Dann mit einer langen Stange die Kralle ausschlagen. Das kann man sich ja schon denken, was da passiert. Also, Kralle. Du bist so eine einfache Kralle hier drin. Nicht teures, nicht besonderes. Die hier. Die hast du drin. Ja. Die hat er drin. Und die muss man erstmal das losschlagen, dass die rausfällt und dann. Die muss man eigentlich, normalerweise bleibt die ja drin. Die verkantet sich ja in dem Gabelschaft. Ja. Und das Problem bei deiner Kralle jetzt wird sein, dass sich dieses Innenleben gelöst hat. Die Kralle selber wird drin feststecken. Mhm. Aber das Innen, das dreht sich jetzt munter durch. Also das hat keine Verbindung mehr dazu. Das sind ja zwei verschiedene Komponenten. Mhm. Und das eine, dieser innere Ring ist geweitet, ist gelöst, was auch immer. Und das ist das Problem an der Geschichte. Deswegen kannst du die, die da drin ist, echt nur noch rausschlagen. Ja, okay. Also kaputt schlagen. Da kannst du natürlich Glück haben, dass du. Ja, oder versuchen mit einer Taschenlampe, dass man die so raus. Dass man die so rauskühlt. Oder. Die kriegst du ja nicht raus. Okay, also muss man. Raus geht's ja, guck mal, du schlägst ja so ein. Und raus würde sie ja nur weiter nach unten gehen, dass du sie nach unten durchschlägst durchs Rohr, weil sie nach oben. Dann kannst du sie nur zerstören, sozusagen. Ne? Aber wenn du jetzt von unten einen Schlag drauf hebst, kann es natürlich sein, dass das auf einmal wieder. Beides miteinander Verbindung hat, sozusagen gequetscht ist wieder, verpresst ist sozusagen okay, wieder ja. Und dass du dann wieder rausdrehen kannst, zumindest. Aber drin lassen kannst du es auf keinen Fall. Mhm. Eine neue Kralle muss sowieso rein. Mhm. Und das Ganze ist zu sehen bei Fahrradsalon. Akku ist alle, also bis dann, ciao. Vollends mit Qualitätsverlust jetzt wieder. Mann, jetzt muss wieder diese alte Ding herhalten. Es ist unglaublich, so der Akku-Pack stürzt ab, dauernd jetzt wieder. Hält 2 Monate, das war's. So, ich wollte Ihnen zeigen, hier Steuersatzkralle. Die dreht ja mit, haben wir ja vorhin gesehen. Das zeigen wir nochmal, wir schrauben auf. Kriegt man nicht gelockert. Also, Vorderrad raus, Schlag geben. Nicht bei Carbon-Gabeln machen. Hier kaufen wir. Mann, du hast schon Eis gegessen. Ja, sieht man. Zeig mal. Hallo. Ja, siehst du? Sieht man. Sieht man das Eis. Ja?
Hast du Kreide? Ja. Nicht irgendwas essen. Das ist furchtbar. Ja, Elternabend. Ja, was war? Ja, eigentlich war fast gar nichts. Das war schon, ja? Haben so erzählt, wie toll es gerade läuft in der Kita, was die alles so gemacht haben. Und alle Eltern, ja, hat mir mein Kind erzählt. Und ich denke mir so, ja, mein Kind hat gar nichts erzählt. Und es ist so toll in der Gruppe und alles läuft super. Ja, ich möchte gerne hier noch die ganzen Kinder zum Geburtstag von Fanny einladen. Und das und das und das Kind. Ja, weil man war nicht dabei. Das hat mich da so ein bisschen deprimiert irgendwie. Ja, und ach, das sind die Top 10 Kinder aus der Gruppe. Und ich denke, ja, Top 10 Chance. Spring rüber und schlag ihr einer in die Fresse, Alter. Die sind ganz oben. Und da hat sie gleich gesagt, Fanny, weißt du, die mit der Pfanne auf den Kopf geschlagen hat. Weißt du noch? Nee. Hat doch niemand erzählt, Fanny hat ihr mit der Pfanne auf den Kopf geschlagen. Ja, kriegt der einfach, also. Ja, mit der spielt Lumi tatsächlich öfter mal, ne? Mit dem Pfannenkind. Ja, weil Lumi ist halt nicht Top 10 Kind. Nee. Lumi ist nämlich Top 1 Kind. Number 1 Kid. Number 1. Ja, gibt nur die eine. Ja, habe ich mich sehr unwohl da gefühlt in der Runde, weil sich alle umarmt und geküsst und mit Vornamen kannten und hier und da. Und dann ging es die ganze Zeit um Einschulung und ach ja, und kennen mich ja alle nicht und ja, und wir ältere Geschwisterkinder und bla, mit Einschulung, wie läuft's da? Ich hätte ja auch was gesagt, aber mich hat auch keiner gefragt und ich wollte mich auch nicht einmischen wegen Privatschule, dann sind die meisten eh angepisst, weißt du? Ja, das, also mit der Mainzer Straße, das ist aber eine Privatschule. Na, ich schon, okay, ich sag jetzt lieber nichts. Da muss man Geld bezahlen. Hm. Ja, ist ja auch nicht schlimm, oder? Ey, das hätte da kommt man aber nur mit Beziehungen rein und ganz schwierige Auswahlverfahren und bla bla bla. Und du denkst nur an, jo. Ah, was? Da muss man sich ein Jahr vorher bewerben? Nö, ich kann mich schon, da muss man sich zwei Jahre voraus bewerben. Hab ich auch gedacht. Ne? Machen sie Montag wie so einen Elternabend nochmal. So ein Panikabend. Und da sollen alle Eltern mal erzählen, wie viele Schulkinder haben. Richtig mit Termin. Einer fängt 15:30 an, der nächste 16 Uhr, der nächste 16:30 bis 17 Uhr. Hä, was haben die alle für eine Zeit? So, also wir haben eine Privatschule gewählt. Ja, wenn ihr euch das nicht leisten könnt. Tommy muss eine Bude aufbrechen wieder. Gemacht. Die Leute wissen, dass bei mir nichts zu holen ist. Das war ja bei uns im Jahr so. So. Früher gibt es einer, was konnte. Beim Jahr da, so, wollte man den Tresen bauen. Ja, er so, machen wir so. Und jeder kommt mit und sagt, jeder was Neues. Jeder wisst es besser. Ja, hat gesagt, wisst ihr was, ich nehme mein Werkzeug, ich hau ab, mach dir das besser. Wurde mich abgehauen. Aber toll nicht. Ja. Ja. Ich mach dann alles für draußen. Bei mir dann nicht mehr. Das ist ein Schwachsinn, wa? Na gut. Also, und da gibt's neue heute ja nicht, ne? Keiner hier heute, ne? Hey, heute ich. Du. Wolfgang ist hier. Der Wolle. Naja, am Tag ist mir immer zu heiß. Dann kommen wir abends, weißt du? Dann ist es nicht so heiß. Mann, ist das ärgerlich, ey. Ärgern wir schon wieder. Wieso? Wegen dem Scheiß. Warum Hölle? Wenn die Kelle aufgekriegt hat, oder wie? Ich bin viel zu nett. Ich bin viel zu nett, sag ich. Ich hätte gleich sagen sollen zu ihr, nee, kann ich nicht. Jetzt machen wir. Ja, so. Und dann alle, ach, was hast du denn? Ja. Hallo, ja, danke, ja. Schön. Hast du noch einen Schrauber oder so? Oder brauchst du noch einen Schrauber? Ja, wieso? Weil wir brauchen einen, aber der muss ausgebildet sein. Ansonsten fragen mich immer ganz viele. Aber das sind so Hobby-Schrauber, keine Ahnung, was die drauf haben. Willst du auch nicht wahrscheinlich, ne? Nee. Okay. Hier kommen die Leute rennen mit dem Zettel schon vorne weg. Ah, okay. Das kannst du mal. Kannst du mal, du Bruchsackin, wa? Kannst du mal Stempel machen? So kommen sie. Wie geil, ey. Voll bescheuert, ja, ey. Ich sag, ja, komm, hau ab. Und der eine, der sich beworben hat, der hat. Der hat auch nur so Hobby-Schrauber. Okay. Und meinte dann so, ja, ab und zu, ja, nimm doch mal ein paar Drogen und so. Ja, ja, danke. Ja. Ich hol. Ja. Schön im Bewerbungsgespräch. Weißt du, wo du bist? Ich sag, ey, dann, ja, tut mir leid, ne? Also,
Davon haben die Patienten eigentlich genug? Ja, glaube ich. Ja, was ich dreieinhalb? Motorrad wäre nämlich 4,5. Ja, ist Motorrad. Achso. Ja, mal. Genau. 4,5. Also Moped. Nicht Moped. Nicht Moped. Genau, das war wahnsinnig lang. Ja, ist aber gut. Kann man schon mal machen. Ja, ist geil. Das ist auch wenn der fertig ist, dann hat er auf jeden Fall Ahnung. Achso, da fällt mir noch was ein. Sag mal, Petersport Schalthebel, das ist nicht zufällig. Ja, ist ja auch mein letzter. Bis dann, ciao, ciao. Das ist ja was. Das ist ja was. Halt. Die produzieren nicht mehr, siehst du? Ja. Das RAM. Kenn ich gar nicht, die Firma. Sachs. Sachs kennst du. Ja, Sachs, ja, ja. Torpedoschaltung ja. Und so. Ach, ja, so. Ja. Ist ja aufgekauft worden von SRAM. Und SRAM hat das jetzt 20 Jahre lang gemacht, aber jetzt machen sie nicht mehr. Wo habe ich denn die überhaupt? Strahlo. In Strahlo? Gibt Fahrradladen in Strahlo. Ja. Ist ja ein Scheiß. Siehst du? Wieder was dazugelernt. Genau. Kackdreck. Ist ein Ding, wa? Nicht los hier. Ja. Eine Stunde quatsch ich schon hier. Ja, das hat viel, dass die Kurse nicht hier bin. Dann haben wir mal Lust bekommen. Eine Abholung war, nur Abholung. Zwei Abholung. Ist ja krass, wa? Ja, aber heute ist schön, ist nichts drin zu räumen. Als hier ein Tisch, zwei Stühle drin, fertig, Feierabend. Mal pünktlich zu, heute mal pünktlich Feierabend. Hallo. Also SRAM und was war noch? Hier diese Pentasport-Hebel und so was gibt nicht mehr. Es gibt nicht mehr auf dem Markt. Ist vorbei. Das ist Goldstaub. Legt es euch beiseite, wenn ihr habt. Schaltboxen, Klickboxen. Alles könnt ihr beiseite packen. Wird alles Gold wert. Das Plastik geht schnell kaputt beim Benutzen und dann packt es euch beiseite. Das ist der beste Tipp überhaupt eigentlich. Ab 50 Euro. Ja. Ab 50 Euro? Ich muss mir mal unbedingt mal andere Fahrradläden angucken gehen. Das müssen wir auch noch mal machen. Ja, das wird bestimmt interessant. Wir gucken uns einmal demnächst irgendwann mal andere Fahrradläden an. Oder vielleicht im Winter oder so. Ja, du oder wer? Ja. Ich mit Dennis zusammen oder so. Wollten wir eh mal. Sag erstmal Tschüss für heute. Bis morgen. Ciao.